Lungenfisch und Loboto. Lungenfisch in einer unterirdischen Luftblase guckt fern. Wird herausgezogen. Oh. Das ist also Loboto. So ist sein Name, der verrückte Professor. So wird er zu einem unförmigen Monstrum. Und geht zurück ins Wasser. Und im Hintergrund ist auch Coach Oleander, der Lungenfisch Bilder gezeigt hat von Kindern, die er entführen soll wahrscheinlich. Tja. So ist das. So ein Idiot. So ein gemeiner Kerl, der Coach. So, und jetzt hier rüber. Zerstören. Ich hab den Koffer vergessen. Ach, verdammt. Zurück. Köfferli. Anglerladen. Auch schön, wie so ein riesiger Koffer auf einem Haus liegt. Ja. Ja. Oh, wie das ihn glücklich macht. Das freut mich zu sehen. Schon allein deswegen mache ich das. Aller geistiger Müll ist sortiert. Urtümliche, was? Achso. Naja, es ist wahrscheinlich, dass ich den Level an Zusatzsachen abgeschlossen habe. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Leben. Oh, Mann. Ich will hier nicht... Ah! So. So. Noch mehr Lebensknubbelchen. Bitte. Nein, nicht entlang. Neben. Na. So. Flup, flup, flup. Flup. So. Nein, ich will nicht wieder da rein. Weiter jetzt. Endstation. So, jetzt hier lang. Wir gehen auch nicht unter, okay. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die elende, inkompetente Lungenfischmarine nahezu versenkt wurde. Toll gemacht, ihr Versager! Also muss jetzt Kutschamara selbst den ganzen Weg hier runterkommen, um unsere wertlose Haut zu retten. Die Behörden rufen zu einer großen Parade zu Kutschamaras Ehren auf, wenn er den lästigen Riesen Brelogor erledigt hat. Ist diese Parade groß genug, wird Kutschamara die Stadt nicht zerstören. Putzt euch häufiger die Zähne und sabbert nicht so viel. Schön. Hey Leute, da kommt Kutschamara! Kutschamara! Die fliegende Kartoffel! Wer das wohl sein wird. Quatsch. Hui, ja. Au. Autsch. Spagat tut doch weh. Gib auf, solange du noch kannst, Brelogor! Ich weiß, dass sie da drin sind, Coach. Keine Ahnung, von wo aus sie senden, aber ich finde es heraus. Und dann zeigen sie mir, was sie mit Lilly gemacht haben. Kutschamara beherrscht nicht die Sprache des Riesenmonsterjungen. Das einzige Wort, das sie brauchen, ist Autsch. Oh. Kann mich nicht gut festhalten. Okay, abschießen kann ich den mal wieder nicht. Fruchtige Ramme! Fruchtige Ramme. Au, was schießt denn da auf mich? Wuchtige Ramme!
Tödlicher! Ja? Autsch. Komme ich hier gar nicht... Komme ich hier doch rauf? Wuchtige Ramme! Oh, ich hab doch die... Ein Schild... Ah. Tödlicher Dreieckstrahl! Dreieckstrahl? Ist der Nipster oder was? Wuchtige Ramme! Tödlicher Dreieckstrahl! Ah, den kann ich reflektieren, okay. Tödlicher Dreieckstrahl! Muss ich das alleine damit machen? Ich hätte gedacht, dass ich auf den Turm rauf muss. Ramme. Tödlicher Dreieckstrahl! Dreieckstrahl! So hat Sascha dir gezeigt, wie man seine aggressive Energie spart. Na, dann will ich dir mal helfen. Lass alles raus! Oh. Wuchtige Ramme! Bodenversion! Überaus komplizierte Kombination. Schwer zu vermeidende Bereichsangriff. Oh, okay, das war wirklich. Überaus komplizierte Kombination. Schwer zu vermeidende Bereichsangriff. Aha, jetzt ist er verletzlich. So erwisch ich ihn. Wuchtige Ramme! Wuchtige Ramme! Das ist toll. Tödlicher Dreieckstrahl! Reflektor! Ich müsste auch anfangen, Wuchtige solche Dinge zu rufen. Ramme. Reflektor! Tödlicher Dreieckstrahl! Orangener Reflektor! Tödlicher. Okay, ist ja langweilig. Ein bisschen anstrengender. Okay, der ging einfach nur daneben, den könnte ich nicht reflektieren. Wuchtige Ramme. Ja, ist doch gut. Tödlicher Dreieckstrahl. Wuchtige Ramme. Buhu. Überaus komplizierte Kombination. Wuchtige Ramme. Buhu. Überaus komplizierte. Muss er mich damit jetzt treffen? Schwer zu vermeidende Bereichsangriff. So. Ach verdammt, fast. Ramme. Überaus komplizierte Kombination. Ja. Schwer zu vermeidende Bereichsangriff. So, haben wir ihn erledigt. Los, ziehen die Maske runter, wie bei Lucha Libre. Von Lungenfisch City. Tut's mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Endlich. Okay, Turm. Jetzt kommt Brillogor. Oh. Ja, er war böse. Aber er hat viele Straßen gebaut. So viel zu Hitler-Zitaten. Also, Zitaten zu Hitler. Oh Gott. Wie sehen eigentlich diese Health-Dinger aus? Haben die ein Gesicht? Tatsache, das sind Showfaces. Also, im Prinzip. Komme ich da jetzt so? Ach, ich komme von hier unten durch. Alles klar, dann bereiten wir dem doch mal ein Ende. Dumm-di-dumm. Und im Schatten hinter uns liegen die Trümmer von Lungenfisch City. Errungenschaft freigeschaltet, aus Versicherungsgründen. Oh nein! Er ist doch da! Eine geröstete Kartoffel. Feinde, übernimm diese hässliche Kröte. Er muss für mich keine Kinder mehr entführen. Ich habe das Hirn eines kleinen Mädchens in meinem Labor stark genug, eine Armee von Psychoblaster-Todespanzern anzutreiben. Das
Was? Sie haben das Gehirn eines kleinen Mädchens. In meinem Labor. Ich glaube, Sie haben auch die Muskeln eines kleinen Mädchens. Der war gut. Naja. Ja, feiert mich. Ich bin euer Befreier. Uha. Ups. Menschenkind. Was? Wer ist das? Ich bin's, das Wesen dessen Geist. Hier drüben. Hinter dir. Der. Das Wesen, dessen Geist der Böse einst versklavt hatte. Du hast meine Seele befreit und ich werde mich revanchieren, mächtiges Menschenkind. Oh, toll. Dann zeig mir doch, was du mit meiner Freundin Lilly gemacht hast. Beim ertränkten Geist von Oblongata. So soll es sein. Wird geladen. Das geht ja. Knall auf Fall. Oh. Wenn du den See überqueren willst, geh einfach an eine der Küsten und rufe mich damit. Danke, Monsterlungenfisch. Weißt du, du bist gar nicht so hässlich, wie alle sagen. Nenne mich jetzt ruhig bei meinem wahren Namen, Rasputin. Dem Namen, den mein Volk mir gab. Und was ist das für ein Name, edle Seekreatur? Linda. Linda, die Schöne. Was für eine magische Dame. Ja, da soll mal einer sagen, ein Mädchen sei wegen der Beleidigung, mein Gott. Du Junge. Vollkommen gegenstandslos. Will ich hier überhaupt noch hin? Oh, wer ist denn das? Wir sind Krähen. Habt ihr Krähen einen... Hey, ich rede mit euch, Schwachköpfe. Wir sehen aus wie hey, Siebenstein. Jungs, bleibt mal ruhig sitzen, ja? Hier sieht alles aus wie Siebenstein. Diese fremden Mächte, weißt du? Richtig. Und die wahren Strippenzieher? Ha, die Milchbosse. Oder vielleicht auch die Präsidentenbrüder? Und die Freunde der Buckligen, die Gehirne so liebt, hängen an den Zitzen der Milchindustrie. Was? Und die Milchindustrie. Für wen arbeitest du? Was? Ich gehöre zu den Psychonauten. Zu den was? Hey, das passt nicht. Das passt überhaupt nicht. Vielleicht bringe ich ja doch was durcheinander. Okay, aber... haben alles optisch vermessen. Warte. Ha, wenn ich unsichtbar bin, warum platzen mich alle so an? Die Geheimdienstler und ihre Kumpel... Für wen arbeitest du? Ich bin der Wächter. Ich wurde ausgebildet. Sowie ihre wahren Herren, die Fischfabriken... Du musst mich reinlassen, meine Freundin ist hier. Tut mir leid, der Milchmann hat den Schlüssel. Ich bin der Wächter, nicht der Milchmann. Ah. Und die wahren Strippenzieher? Die Mädchen. Der Milchmann. Krabbeln das ist ein Leben. Mir übers Gesicht. Ja, seit eh und je. Hab ich das gedacht? Oder sollte ich das nur denken? Ich höre dem gerade einfach nur sehr gerne zu. Diese fremden Mächte, weißt du... Offenbar bin ich ausgesperrt. Ich bin außen okay, eingesperrt wir dann nicht und rein. Innen eingesperrt. Das ist ein bisschen macht mir aber auch Angst. Haben das Plastik ausgegraben. Das war sehr niedlich, aber auch sehr gruselig. Wo ist der Milchmann? Ich schätze, er schläft bei der Arbeit. Seine Milch ist köstlich. Jeder will sie haben. Er wird gleich hier sein. Dann haben die Lügen ein Ende.